Also, ich freue mich hier zu sein, bin sehr beeindruckt von dem Hörsaal und werde jetzt mal in der nächsten Stunde Ihnen nahebringen, wie nicht nur Big Data, was man heute darunter versteht, sondern auch so die klassische Herangehensweise an Studien so zusammenpassen und wo wir gerade stehen. Die Reihe hat ja den Untertitel Paradigmenwechsel und dieser Paradigmenwechsel wird ja heute auch behauptet von einigen Leuten und deswegen beginne ich aber natürlich, wie man es immer so macht heutzutage, mit Interessenkonflikten. Also ich bin rein öffentlich bezahlt, gegenwärtig von der Stiftung, die es jetzt seit letzten Oktober gibt und zweitens auch von dem Institut Evidenz in der Medizin, das gibt es seit 1. Januar. Und was ich dabei immer betone, was die meisten vergessen, ist, dass es auch sehr starke nicht kommerzielle Interessenkonflikte gibt, Schulen, Ausbildung und Glauben. Und davon ist keiner ganz sicher. Und deswegen schreibe ich das mal ausdrücklich dazu. Ich werde jetzt nochmal rübergehen über diese klassische Evidenzgenerierung, dann auch ganz stark eingehen nochmal auf Verwerfungen in dem Prozess, weil man ja auch oft oder gerne hört, dass die klassische Medizin, die Schulmedizin, alles richtig macht. Ich werde Ihnen zeigen, dass das bei weitem nicht so ist und dass Big Data aber auch nicht die Lösung ist, sondern dass wir irgendwo sehen müssen, wie wir da einen Kompromiss finden. Und das werde ich zum Schluss zusammenführen, die beiden Wege. Und ich fange immer ganz einfach an bei Neumann. Neumann geht zum Arzt, kriegt eine Beratung und folgt dem Rat. Und dann dauert es eine Zeit, je nachdem, was es ist. Und dann weiß man irgendwann, es war gut oder auch nicht gut, aber man weiß nicht, ob es das Beste war. Und deswegen ist die Frage, wie kann ich das feststellen? Und übrigens, dabei hat mich am meisten Zeit gekostet, im PowerPoint Neumann zum Laufen zu bringen. Ja, das war eine längere Übung. Aber es ist ganz gut gelungen. Und die Frage ist, wie kann ich eigentlich feststellen, ob das, was er da oben auf Empfehlung des Arztes im Gespräch gemacht hat, das Richtige war? Und dafür gibt es nur eine Möglichkeit. Er muss zeitgleich was anderes tun, die Alternative. Kontrolle, nichts tun oder ein Standard, je nachdem. Und dann weiß man zum Schluss, was besser war. Und das Dumme dabei ist, es ist aus zwei Gründen fiktiv. Einmal hat Neumann natürlich keinen Reißverschluss, also zeitgleich geht nicht. Und zweitens, und es ist ihm nichts mehr, weil er für seine Entscheidung natürlich erst hinterher weiß, was das Beste war, geht also nicht. Und deswegen ist eigentlich alles, was man macht, und das wird praktisch nie bedacht, was jetzt kommt, die Ersatzlösung für diesen echten Goldstandard. Und wenn man das begriffen hat und auch immer wieder zurückgeht zu diesen Grundgedanken, dann wird manches viel leichter und manches ist dann auch nicht mehr so konfliktträchtig. Man schlägt sich nicht gleich darüber die Köpfe ein, welche Studienform die beste ist, sondern man geht zurück und guckt dann, was ist eigentlich am besten, was man dann tut. Und dann ist man natürlich sehr schnell bei dem Begriff der Studienvalidität. Und ich habe hier nur mal die Eigenschaften, die Validität ausmachen, aufgeschrieben, umgangssprachlich. Und wenn man drauf schaut, sieht man sehr schnell, dass dort die Dinge, die dort stehen, zeitgleich sind, Verblindung, Randomisierung, also alles das, was man mit diesen Techniken macht, führt dazu, dass man das erreicht, was hier bei den Spiegelstrichen steht. Und ich habe unten auch nochmal ausdrücklich Paul Martini erwähnt. Das Ganze wird immer Großbritannien zugute geschrieben. Es stimmt auch zum großen Teil, aber wir waren eigentlich in Deutschland zu dem Zeitpunkt genauso weit. Das Buch von Martini ist sehr lesenswert. Er hat auch dort aus dem Bauch heraus alles richtig beschrieben. Nur dann kam unsere nationale Katastrophe und deswegen ist das völlig verschwunden, auch wissenschaftlich gesehen. Und England hat sozusagen den ganzen Ruhm dafür eingeheimst. Und der Name, der das dort zu dem gleichen Zeitpunkt gemacht hat, war der Fischer und der hat zu dem Zeitpunkt, das ist 1932, die Randomisierung erfunden. Und das Ganze nennt sich Counterfactual Thinking. Also da gibt es auch in Großbritannien und vor allen Dingen auch in Harvard ganze Arbeitsgruppen, die dazu arbeiten. Immer dieses Denken in Alternativen, was wäre wenn. Und das kann man mathematisieren und dann kommt da dieser Ansatz heraus, wird auch teilweise eingedeutscht, kontrafaktorielles Handeln. Ich finde das nicht so glücklich. Und wenn man das wieder ganz einfach darstellt, dann sieht man sehr schnell, dass es eigentlich grundsätzlich nur zwei Sorten von Fehlern gibt.
einmal den Bias, also grundsätzliche Fehler, und zweitens, was immer im Englischen so schön elegant bezeichnet wird als Play of Chance, den Zufall. Und für beide Fehlerkontrollen gibt es Techniken. Den zweiten kann ich über große Anzahlen kontrollieren und den ersten, wenn ich es richtig falsch mache, gar nicht. Wenn ich es ganz falsch mache, merke ich es gar nicht. Aber beide sind natürlich extrem schädlich und deswegen verdienen sie so viel Aufmerksamkeit. Und ich habe es unten nochmal ausdrücklich formuliert. Dieser Goldstandard ist nicht die randomisierte klinische Studie, kontrollierte Studie, die wir immer wieder hören, sondern das, was für den Patienten am besten ist. Und das ist auch die moderne Sichtweise. Ja, patientenzentriertes Herangehen. Und wenn man sich jetzt fragt, wie kriege ich jetzt die Informationen für Neumann ran, dann in der globalisierten Welt gehe ich natürlich los und suche mir die Patienten raus, die die gleiche Bedingung hatten und dann auch gleich behandelt worden sind und versuche das zusammenzutragen und darüber dann irgendwie eine Gesamterkenntnis zu kriegen und das zur Grundlage zu machen, auch im System, für die nächsten Patienten nach Neumann, die da mit konfrontiert sind und die gleichen Bedingungen haben. Und das Ganze gilt für Diagnostik, für Therapie, auch für Prognostik letztlich. Also wir müssen alles das durchdeklinieren. Und das könnte man jetzt natürlich machen, indem man wirklich die Daten einsammelt, aber das wäre in kleinen, homogenen Ländern möglich. Global ist es völlig unmöglich. Und deswegen hat sich über die letzten 80 Jahre ungefähr ein System von Studien entwickelt, die jetzt die Grundlage für die Entscheidung bilden. Und das Ganze ist in den letzten 10, 20 Jahren nochmal richtig beschleunigt worden und hat dann den Namen Evidenzbasierung gekriegt. Wenn man das nochmal aus der Vogelperspektive anschaut, dann sieht man, dass die Welt sich in zwei Hälften teilt. Auf der einen Seite oben diese Wissensgenerierungssphäre, unten die Abnehmer, so klassisch natürlich die Ärzte, aber Ärzte werden bezahlt, sind im System, es gibt Juristen. Also das ganze System wird daran beteiligt, die klinische Forschung muss auch wissen, was sie tut und ob es Sinn macht und letztlich die Patienten. Und die haben heute normalerweise ein kleines E vor dem Wort Patienten, das sind die elektronisch informierten Patienten. Das Internet macht das Ganze unumkehrbar. Oben also die Produktion, unten die Nutzung. Dieser grüne Pfeil, der darüber geht und das Fragezeichen, die sind eigentlich viel zu klein gemacht. Wir wissen auch heute immer noch an vielen Stellen nicht, wie das Wissen nach unten kommt. Wir wissen sehr gut, dass es unglaubliche Fortschritte in der Medizin gibt, aber die Stellschrauben zu entdecken, indem wir das wirklich noch verbessern können, ist eine der großen Herausforderungen heute genauso wie vor 20 Jahren. Was wir leider sehr viel besser wissen, das ist dieser orangene Strich nach rechts, das sind die 50% von dem, was an Studien oben begonnen wird, die sozusagen spurlos im Nichts verschwinden. Durch Nichtpublikation, Abbruch und, und. Und die, auch heute ist es immer noch so, dass die Leute das nicht glauben. Also ich erzähle das ja nun doch leider an der Stelle ziemlich oft, leider. Und dann kommt immer wieder ungläubige Staunen. Und diese Zahl steht wie eine Naturkonstante mit x Studien weltweit gemacht. Ich zeige gleich nochmal ein Beispiel. Das ist dieser Body of Evidence. Der wird tatsächlich geteilt von dem, was ich beginne. Und ich werde gleich zeigen, was damit passiert. Das Ganze hat ungefähr eine Entwicklung von jetzt 50 Jahren. Das begann auch ursprünglich nicht in Oxford, was immer gedacht wird, sondern in der McMaster-Universität in Kanada. Und dann sieht man nochmal die Zahlen. 1992 begann dann die Cochrane Collaboration. Deutschland kam wie immer diese 5 bis 10 Jahre hinterher. Und die Stiftung, also jetzt eine nachhaltige Förderung, gibt es seit Ende letzten Jahres durch die Aktivitäten vom Bundesministerium für Gesundheit. Das ist so der Verlauf. Wenn man über Studien redet, sollte man sich die mal anschauen. Da gibt es eine Datenbank, die kennen Sie alle, Medline. Und das ist der Zuwachs in Medline, leicht auffindbar an randomisierten, vergleichenden klinischen Studien. Also so, wie ich sie vorhin gezeigt habe. Und Sie sehen hier die Zahlen, ist es lesbar? Einigermaßen. Also wir landen da oben jetzt bei einem Jahreszuwachs von ungefähr 28.000 Studien. Das ist natürlich sehr eindrucksvoll. Der Beginn ist übrigens der elektronische Beginn von Medline. Der war Ende der 60er Jahre. Die Wahrheit ist aber eine ganz andere. Ich habe Ihnen gesagt, 50% gehen verloren. Und das heißt, 50% muss man nochmal drauf addieren. Und das ist die Realität, die wir aber leider nicht sehen.
Und wenn man das mal zu Ende denkt, man sieht übrigens auch nochmal die Zahl 436.000, die man jetzt insgesamt gegenwärtig in Medline hat. Wenn man das weiterdenkt, dann kommt erstmal noch ein Beispiel. Wir haben das versucht nachzuvollziehen. Das war eine DFG-Studie, wo wir die Ethikanträge in Freiburg aus den Jahren 2000, 2001, 2002 genommen haben und 10 Jahre später geschaut haben, was ist davon publiziert worden. Und es war wirklich leicht vorhersagbar, ganz, ganz nah bei 48%. Wir haben es nochmal grob wiederholt, 2, 3 Jahre später, da war es auf 51. Also es liegt immer ganz eng um 50%. Keiner kann so richtig erklären, warum. Aber es ist weltweit, ganz egal, wo man hingeht. Die erste Studie dieser Art war in Australien 1986, landete genau bei 50%. Und man muss nicht lange darüber spekulieren, dass das extrem schädlich ist. Das wäre kein Problem, wenn man es auswürfeln würde. Aber das, was da oben nicht gesehen wird, ist das, was einem nicht gefällt. Was einem selbst nicht als Experimentator, als Studiendurchführender nicht gefällt, was der Zeitschrift nicht gefällt oder dem Förderer. Also es gibt ein ganzes Spektrum, aber es gibt eine extreme Schieflage zwischen dem, was ich sehe und was ich nicht sehe. Und wenn ich dann das weiter durchdekliniere, heißt das, dass natürlich die Zahl ist ganz konservativ geschätzt, pro Jahr ein paar Millionen Patienten betrüge, weil sie an Studien teilnehmen und davon ausgehen, dass das, was sie an Wissen generieren, überliefert wird. Es ist auch, wie man da sieht, eine Riesenverschwendung und es verzerrt alles, was danach kommt. Und das sieht man sofort. Ich habe hier nochmal ein paar Zahlen aufgeführt. Also speziell auch bei der Antidepressiva. Die sind immer extrem anfällig, weil das Gebiet so schwierig ist. Da ist eine Überschätzung, also ein Überoptimismus von dem, was ich unten sehe, von 20-50%. Was man auch sieht dabei, das ist die Ressourcenanforderung. Dadurch, dass es so zunimmt, muss ich immer mehr machen, um das weiter zu verarbeiten. Und natürlich die naheliegende Frage aus ethischer Sicht, wenn es so zunimmt und irgendwo auf den ersten Blick ziemlich chaotisch aussieht, sind da nicht auch unnötige Studien dabei? Und das werden wir gleich sehen. Das große Bild jetzt nochmal, so wo wir eben die eine grüne Linie hatten, so sieht es gegenwärtig weltweit strukturell aus. Da sieht man in der Mitte, das ist das, was Sie interessiert, klinische Leitlinien, also wie kriege ich das Wissen ans Krankenbett oder in die Praxis der Niedergelassenen. Rechts wird der Patient informiert, links HTA, das ist die Instanz, die bei uns bestimmt, ob etwas von der gesetzlichen Krankenversicherung bezahlt wird. Und das sind so die großen 3 Achsen. Und die sind systemunabhängig weltweit so aufgebaut. Danach geht es unten weiter. Und da sehen Sie in der Mitte rot gezeichnet, und da komme ich gleich nochmal ausführlich darauf zurück, systematische Übersichtsarbeiten, die das, was oben an Studien da ist, und die Zahlen haben wir gerade gesehen, in sehr strukturierter Form aufarbeitet, dass man sozusagen am Krankenbett oder auch bei den Krankenkassen damit einigermaßen elegant arbeiten kann. Das Ganze hier, weil ja im Titel drin stand, von Good Scientific Practice bis Big Data, habe ich hier nochmal ganz ein bisschen ausgeholt. Das Ganze begann in den 90er Jahren und die ICH war ganz stark pharmagetrieben. Das war diese International Conference of Harmonization und sozusagen, das war nicht jetzt nur methodisch angelegt, sondern im Arzneimittelbereich der ganze Pfad hin zur Zulassung. Und da sehen Sie unten auch nochmal unterstrichen, das Ganze war der Versuch, Europa, Nordamerika und Japan zu harmonisieren, auch sehr erfolgreich. Und die Pharmaindustrie wird zwar immer verteufelt, aber in dem Teil hat sie extrem dazu beigetragen, dass dort Ordnung einkehrte. Das finden Sie sogar in Wikipedia, ist leicht nachlesbar. Und der Oberbau davon, das ist diese gute wissenschaftliche Praxis. Und da habe ich jetzt mal speziell von der Charité, da von der Webseite das runtergenommen. Das hat praktisch jede Fakultät, auch die großen Forschungsorganisationen. Aber wenn man hinschaut, sieht man sofort, dass es irgendwo, ich sage es mal ganz böse, lieblos eine Pflichterfüllung war. Auch wenn Sie reingucken, da steht dann, dass Promotionen betreut werden sollten. Aber im Sinne von Qualitätssicherung bringt das natürlich ziemlich wenig. Und wenn man genauer hinschaut, und heute haben wir eine Wissenschaftskrise, dann ist klar, dass an der Stelle deutlich mehr getan werden muss. Einer der Schwachpunkte
in der gesamten Debatte und auch in den Konflikten ist, dass immer wieder einzelne Studien genommen werden, die herausgepickt werden und dann alles darauf aufgebaut werden muss. Das ist eigentlich als Grundprinzip seit Jahren tot. Die Kanadier haben das mal die Knowledge Refinery genannt, also diesen ganzen Prozess über diese grünen, den grünen Pfeil da unten, das zusammenzufassen. Ich habe es ein bisschen eingedeutscht. Und das Schema ist auch wieder ganz einfach. Es gibt 5 Schritte. Die Fragestellung muss sauber formuliert werden, und zwar so, dass sie elektronisch gesucht werden kann. Dann wird gesucht, dann gibt es eine Qualitätsbewertung der Funde. Und da ist es dann teilweise dramatisch. Diese Arbeiten laufen dann von teilweise von 5.000 bis 10.000 Funden runter auf zum Schluss hochwertige Studien, eingeschlossen 20, 30, manchmal auch nur 10. Und dann wird es zusammengefasst, was dort herauskommt, und die interpretiert und in die Praxis getan. Und das ist das Schema, was praktisch in Tausenden von Artikeln und Lehrbüchern inzwischen so angewendet wird. Und grafisch wird es so dargestellt, und so ein Bild, würde ich sagen, muss der Arzt der Gegenwart lesen können in einem sogenannten Volksplot. Das ist nicht ein Beispiel, jetzt, was heute noch als medizinisches Beispiel in der ersten Reihe steht, aber das ist sicherlich der am meisten gezeigte Forestplot dieser Art. Und da sieht man mal ganz schnell, interessanterweise, der Riesenzeitraum, über den hier die Studien zur gleichen Fragestellung gemacht wurden, das hier ist die neutrale Linie. Nach links zeigend hier, wenn das das Studienergebnis war, ist die neue Therapie, also da oben die Thrombolyse, besser. Und nach rechts ist die Kontrolle besser. Das heißt, diese Studie hier würde, wenn man die allein nehmen würde, würde zeigen, dass diese Therapie schädlich ist. Das ist die Meta-Analyse, das ist ein gewichtetes Mittel, alles dessen, was oben drüber war. Und was ich noch betonen möchte hier, ist diese unglaubliche Heterogenität. Einmal in der Studiengröße von 23 bis 17.000. Die unglaubliche Heterogenität der Ergebnisse hier. Und auch, dass hier jemand ist, der es geschafft hat, nach 36.000 Patienten noch eine Studie 20 Jahre später durch die Ethikkommission zu kriegen. Ja, also das verdient höchste Anerkennung. Da lächelt man, aber die Frage ist natürlich auch, warum brauche ich eigentlich nach 20.000 Patienten noch eine Studie mit 17.000? Also diese Folge von Meta-Trials, die man überall sieht, die heißt natürlich einerseits, dass die ganzen Kleinen völlig überflüssig sind, nachträglich gesehen, aber chronologisch gesehen nicht. Aber die Frage ist, und das ist sofort einleuchtend, wo ist hier eigentlich Schluss? Müsste da nicht irgendwo Schluss sein? Und wenn da Schluss wäre, dann wäre alles, was danach kommt, unethisch. Und das kann man wesentlich besser erkennen, wenn man das in völlig die gleichen Daten es kumulativ darstellt. Also was Sie jetzt da sehen, ist, Sie sehen da oben 23 plus 42 ist 65. Rechts, das sieht aus wie eine einzige Studie, die so immer so in Holperschritten vollläuft mit der nächsten Studie. Nicht einzelne Patienten, sondern vollläuft. Und dann sieht man hier, wie sich das Wissen verdichtet, einschnürt. Und in der Arbeit hier, in 92 New England Journal of Medicine, war das Argument, irgendwo hier ist Schluss mit dem statistischen Argument, wenn das Konfidenzintervall der Balken das hier nicht mehr trifft, dann müsste hier immer irgendwo Schluss sein. Das ist statistisch falsch, weil ich ja irgendwas dauernd wiederhole, da müsste ich das Alpha korrigieren für die, die es mal gehört haben. Aber auch wenn ich jetzt alles weglasse, die Technik, ist völlig klar, irgendwo hier unten, da passiert was, was nicht mehr passieren sollte. Und leider muss man heute sagen, dass wir auch heute noch keine theoretisch akzeptierte Stoppregel haben. Also auch wenn wir es logistisch stemmen können, geht es nicht. Und die andere Frage ist, wegen der 50%. Irgendwo stoche ich da im Nebel und weiß nicht so richtig, was ich tue. Und daher kommt diese grundsätzliche Annahme, dass wir einfach versuchen, alles zu kriegen und erstmal alles zusammenzutragen. Aber die Lage ist eigentlich extrem unbefriedigend, vor allen Dingen auch, wenn man mal daran denkt, wie lange diese Entwicklung schon läuft. Und da habe ich Ihnen nochmal ein Beispiel dazugefügt, was noch extremer ist, aus dem Lancet. Das hier Aprotinin ist inzwischen zurückgezogen wegen Nebenwirkungen, aber das war eine Arbeit jetzt aus dem Jahr 2005. Das ist hier nochmal aufgearbeitet worden. Und zwar hat man dort in jeder Studie geguckt,
was zitieren die eigentlich von vorher für die Planung dieser Studie? Und das Ergebnis war ein Desaster. Und das ist hier nochmal rausgekommen. Also diese Arbeit hier war nobelpreiswürdig. Ganz egal, wo Sie hingehen, haben Sie ein Zeitfenster, was irgendwie im Median 6 Studien zurück als Planungsgrundlage nimmt. Und es gibt einen kollektiven Gedächtnisschwund. Keiner schaut weiter zurück. Also alles das, was da oben gelaufen ist, ist an der Stelle völlig irrelevant. Und das ist natürlich ein extremes Desaster. Und deswegen habe ich da nochmal rechts einen Balken eingefügt. Irgendwo ist hier die Bremsstrecke und hier ist wirklich Alarmstufe rot. Alles, was unten läuft, ist unethisch, weil ich es nicht mehr brauche. Nur weil die Logistik es nicht schafft, das zusammenzutragen. Auch deutsche Ethikkommissionen haben nicht die geringste Chance zu gucken, was weltweit vorher gelaufen ist. Die können es nicht. Das ist völlig abhängig von dem Antrag, den der Wissenschaftler schreibt. Und der es auch nicht macht, wie wir gerade gesehen haben, passiert hier unten was. Wir hätten alle Probleme der Welt fast gelöst, wenn wir die Ressourcen sparen würden und das in die Studien reintun würden, die wir dringend brauchen. Gut, und das Ganze als Prinzip ist auch abgesegnet, sehen Sie hier, seit 2011. Das Institute of Medicine, IOM, ist so der Think Tank der Welt. Und die haben 91 zum Beispiel klinische Leitlinien aufs Gleis gebracht und hier eben auch das Finding What Works in Healthcare, Standards for Systematic Reviews, ist das ein Buch. Und damit ist die politische harte Debatte abgeschlossen. Das ist das Grundprinzip, wie man es macht. Und die einzelne Studie hat heute in dem Zusammenhang nicht mehr die Bedeutung, die sie immer noch wieder kriegt in den Medien oder sonst wo. Und das Schlagwort, und das finden Sie auch sofort, wenn Sie jetzt weitergehen, da sehen Sie Medline und auch das gibt es ja schon als einzelne, als Unterkategorie in Medline. Das Schlagwort heute ist What Works. Das wollen wir wissen. Was wirkt und was schadet nicht. Und das läuft im Englischen unter dem Schlagwort Clinical Effectiveness. Und das ist aufgegriffen worden, zum Beispiel vom Lancet. Da sehen Sie, ich gehe nicht auf die Zitate rechts ein, die können Sie mal in Ruhe nachlesen, aber unten links der Kasten, das sind die Author Instructions. Und da steht, wenn ihr bei uns eine klinische Studie publizieren wollt, dann müsst ihr beginnen mit dem Wissensstand. Und da darf nicht das passieren, was ich gerade eben gezeigt habe. Da sollte lückenlos stehen, was vorher an Studien dazu gelaufen ist. Also das heißt, die müssen praktisch die Studie beginnen mit dem Systematic Review und zum Schluss sehen, wie das neu gewonnene Wissen da reinpasst. Und wenn man das beherzigt, dann stellt das die Welt völlig auf den Kopf. Dann müsste man bei der Studienplanung zum Beispiel sehen, dass die neue Studie so groß ist, dass sie den ganzen Schwanz oben vorweg umwerfen kann. Das heißt, sie könnten keine kleinen Studien mehr machen, weil gemessen an dem Wissen, was da ist, auf der Anzahl von ein paar tausend Patienten, müsste die nächste irgendwo im Bereich von tausenden von Patienten liegen, sonst haben sie keine Chance, die Meta-Analyse, das Ergebnis zu kippen. Und wenn das sinnlos ist, dann ist es unethisch. Ja? Aber die Leute, die das so sagen wie ich gerade, sind dünn gesät auf der Welt. Das habe ich auch noch mal erwähnt, auch vom Lancet. Das war 2014 eine Arbeit, ein Sonderband über Verschwendung in der biomedizinischen Forschung. Das hieß ursprünglich Avoiding Waste in Medical Research. Das hat man dann ein bisschen symmetrisiert im Namen und hat jetzt als noch existierende Initiative, diese Reward Alliance, finden Sie auch leicht, da ist die Webadresse dabei und die grast das alles ab, was ich jetzt mal ganz kurz skizziert habe, aber geht noch weit darüber hinaus, zum Beispiel Tierversuche rein, die erwähne ich ja hier gar nicht. Und Cochrane ist eigentlich nichts anderes als ein riesen Netzwerk weltweit, was alle diese Entwicklungen vorangetrieben hat. Der Name kommt von einem schottischen Epidemiologen und der schrieb ein wegweisendes Buch, so ähnlich wie Martini oder Fischer, Jahre vorher, 1971. Ganz nah bei dem Beginn, 68 habe ich gesagt, begann es in Kanada und hat das alles angestoßen. Da sehen Sie jetzt wieder einen Forest Plot, das ist das Logo. Und eins der Produkte, sehen Sie hier, das ist die sogenannte Cochrane Library. Diese Art von Arbeiten, Studien zusammenzufassen zu einer Aussage, sehen Sie jetzt bei Cochrane abgeschlossen, inzwischen 7469. Jetzt inzwischen sind es schon wieder deutlich mehr, also geht auf die 8000 zu. Da sehen Sie auch, dass die ganze mit Protokollen vorbereitet werden. Auch da wieder eine Riesenunsicherheit. Kein Mensch weiß, wie viele sinnvolle dieser Arbeiten es gibt.
besser geben müsste, weil kein Mensch weiß, wie viele sinnvolle Fragen es gibt. Da müsste man jetzt ein riesen Klassifizierungsprojekt starten, um die Fragen erstmal aufzuschreiben. Ja, also das, wie soll man sagen, salopp gesagt, man wurschtelt sich so langsam weiter rein in den Nebel. Die Methodik ist klar, aber vieles dabei ist immer noch extrem schwierig. Und was ich vorhin nicht betont habe, ich habe vorhin gesagt, es gibt nur zwei Fehler, systematische und zufällige. Da tauchte bei dem systematischen Bias auf. Der rote Faden in dem gesamten Unternehmen ist diese systematischen Fehler, weil das die gefährlichsten sind, zu minimieren. Und das gesamte Konzept von Cochrane, zum Beispiel hier in dem Systematic Reviews Handbook, ist immer dieses Risk of Bias, Abkürzung, wenn Sie es mal in der Suchmaschine suchen, ROB, zu minimieren. Also um wirklich ganz systematisch die großen Fehler zu vermeiden. Und das Ganze, nur noch mal so als Schaubild, finden Sie auch schnell, ist inzwischen so ein Ökosystem weltweit, wo Sie jetzt verschiedene Studientypen reinbringen, neue Studien, Aktualisierungen. Und das finden Sie hier grafisch. Da sehen Sie auch noch mal, dass es inzwischen weltweit über 100 Einheiten gibt, also allein in über 50 Ländern Gruppen dazu. Und inzwischen sind alle dabei, China, Russland, Nordamerika, natürlich Südamerika. Das steht, das Gebäude. Und das ist irgendwo ja auch Big Data, aber extrem strukturiert, extrem, wie soll ich sagen, schon fast diktatorisch, was die Qualität angeht, Qualitätsansprüche. Und leider, und das ist eben Teil der Wissenschaftskrise, kommen dann, wenn man sowas macht, immer sofort Probleme hoch, die damit verbunden sind. Und ich zeige Ihnen jetzt mal zwei. Die eine, überflüssige Reviews. Reviews sehen Sie hier, Cochrane macht übrigens inzwischen fast nur noch 10%. Das Geschäft explodiert, weil man sie so gut publizieren kann. Und weil man sie so gut publizieren kann, fallen sie positiv rein ins akademische Belohnungssystem und teilweise sogar zum finanziellen Vorteil. Sie sehen hier die Zahlen bis 2012. Da sind wir bei, kann es von hier kaum lesen, wie viel haben wir da oben? Können Sie es sehen? Genau. Also, bis 12. Jetzt habe ich das nächste Bild gemacht bis 16 und Sie sehen, wie das hier explodiert ist. Und Sie sehen es auch an der Kurve. Sie haben vorhin gesehen, die Studien, die Zunahme, die war ja irgendwie gemäßigt. Das heißt, es ist völlig klar, dass jetzt auf dem, es gibt ja nicht mehr Studien, bei gleicher Anzahl Studien wird plötzlich ein Feuerwerk von Reviews gemacht. Das heißt, völlig klar, nach kurzer Zeit haben Sie zu einer Fragestellung mehrere Systematic Reviews. Und Sie sind sozusagen zurückgeworfen auf Null und müssen wieder gucken, was stimmt davon eigentlich. Und das ist natürlich ein Desaster. Wir wollten ja eigentlich eine effizientere und ökonomischere Art, die Studien zu verarbeiten. Und jetzt fallen wir wieder zurück in das alte Chaos und da sieht man es perfekt dran. Und das ist schon klar seit Jahren. Und das ist jetzt einmal sehr sauber aufgeschrieben worden und den Namen sollten Sie auch merken, das ist John Ioannidis. Und da sehen Sie hier den Artikel, die Massenproduktion von überflüssigen, fehlleitenden und auch im ökonomischen Sinne konfliktbehafteten Reviews. Ja, das ist ein langer Artikel und die Gründe, wenn man die mal rauszieht, warum das alles so schief geht, das sind unsere Belohnungssysteme. Und das weiß jeder. Wir haben die Impact-Faktoren bei uns, die nicht sagen, dass der Autor gut ist, sondern dass die Zeitschrift gut ist. Und sie können das durch die gesamte Belohnung durchziehen. Damit werden Drittmittel vergeben, damit werden DFG-Projekte vergeben. Sie sind einfach falsch aufgesetzt. Und um auch Professoren zu stellen zu kriegen über Impact-Faktoren, die Cochrane-Reviews haben Sie vorhin gesehen, haben jeder einzelne Review einen Impact-Faktor von 6. Die beste deutsche Zeitschrift hat einen Impact-Faktor von, bis aufs Ärzteblatt, glaube ich, wenn Sie über 1,5 kommen, ist viel. Und das New England Journal of Medicine hat einen Impact-Faktor von 50. Das heißt, Sie müssen eine deutsche Arbeit, müssen Sie 50 Arbeiten schreiben, um eine New England Journal Arbeit zu schreiben. Und da ist Cochrane zum Beispiel eine Bank, weil Sie ziemlich sicher durchkommen.
Die zweite, die kennt praktisch niemand, Open Access. Ist ja auch was Gutes, das wirklich nicht so teuer abonniert werden muss. Also die Publikationsindustrie hat Profitmargen, die liegen in der Größenordnung der Pharmaindustrie. Und Elsevier zum Beispiel oder Wiley, die nutzen das schamlos aus und fahren damit ein Geld ein und die öffentliche Hand zahlt es. Das ist ein Riesenkonflikt gerade gegenwärtig zwischen Elsevier und der Hochschulrektorenkonferenz. Und da ist genauso was passiert, was noch bösere Auswirkungen hat. Und das sehen Sie gleich. Da sehen Sie hier diese Liste von Biel. Die gibt es inzwischen nicht mehr. Die zeigt Ihnen Zeitschriften, die, und da ist man dann sehr schnell auch in der Sprache bei Trump, die Fake-Publikationsprozesse machen. Das heißt, die bieten an, ich muss einen Schritt ausholen. Früher war es ja so, der Wissenschaftler macht was, dann gibt er Copyright ab, dann wird es von der Zeitschrift gesetzt und die Bibliothek kauft zurück und damit ist nutzbar. Und wer keinen Zugang hatte, konnte nicht nutzen. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren verschoben. Jetzt schreibt man und die Publikationsgebühr wird vom Autor bezahlt. Ist Ihnen das bekannt? Die meisten? Ja, ist Ihnen bekannt? Ja. Kostet ungefähr bei PLOS Medicine pro Artikel 1.500 bis 2.500 Dollar, wenn Sie in der Biologie eine Arbeit machen, die sehr viel Grafik hat, bis 5.000 Dollar. So, und dazwischen ist ein Prozess, der ist mit Peer Review alles so, wie man es kennt und auch gute Qualität. Die Versuchung ist sofort naheliegend. Ich gehe her und sage, ich biete auch das alles an, aber mach's zum halben Preis. Und dann kommt der Nächste und macht zum Zehntelpreis. Und das ist heute so, und da sehen Sie die Zahlen unten, das sind, die nennt man Predatory Journals, oder im Deutschen haben die jetzt angefangen, das auch als die Verlage, als Beuteverlage zu bezeichnen. Und dann sieht man hier, im Jahre 2016 kamen welche, die man dort einordnen muss, auf die neue in dem Jahr knapp 1.000 dazu. Und das unterminiert das ganze, wirklich das ganze System auf eine Art und Weise, das den meisten noch nicht bewusst ist. Wer wusste das schon? Ah, sehr gut. Ich habe manchmal wirklich große Mengen an Leuten und das weiß praktisch kein Mensch. Und ich hatte es neulich einmal, da kam dann eine Schweizerin zum Mikrofon, das war eine Tagung von Pharmazie, große Tagung, englischsprachige, und die sagte, I have to confess. Ich habe da publiziert und ich habe es nicht gemerkt und nicht gewusst. Also die fallen wirklich in die Falle rein. Aber was gegenwärtig passiert, da sieht man nochmal, wie das stattfindet. Das war jetzt, und das ist alles nicht irgendwie am Rande, sondern Science oder Nature alles. Die Schwerpunkte sind Indien, Nigeria und die Bankkonten in den USA. Und das Ganze knallt jetzt gerade richtig hoch. Und zwar deswegen, ach so, habe ich nochmal aufgeschrieben, was bedeutet. Ja, da der Markt ja begrenzt ist, muss, um die Masse zu produzieren, der Preis runtergehen. Und das hier sind die neuen. So, aber was jetzt passiert ist, und das wird im nächsten Monat in Deutschland auch knallen ohne Ende, da haben jetzt die Medien angefangen, die seriösen Autoren zu identifizieren, die auch da publiziert haben. Und von Biel sind die Schätzungen, dass inzwischen Tausende von Professorenstellen besetzt worden sind mit gefakten Papers. Also das ist noch gar nicht vorstellbar, was da jetzt in der nächsten Zukunft passiert. Und dass ich mir das nicht ausgedacht habe, sehen Sie hier wieder Nature. Stop this waste of people, animals and money. So, und das hier ist ein entscheidender Satz. Predatory journals have shoddy reporting and include papers from wealthy nations. Früher hat man immer gesagt, das ist alles Nigerias und Indiens Problem oder noch ein paar andere. Und jetzt sind wohl inzwischen Hunderte von deutschen Autoren auf dem Haken dabei. Ist noch nicht öffentlich, aber es ist im Anlaufen. Und das Zweite ist, das sind Fake-Konferenzen. Da gibt es die Firma Omics. Wenn Sie da mal nachstochern wollen, nur die Firma Omics eingeben, die haben ein Spektrum von Konferenzen weltweit, die sind alle, so wie sie da sind, gefaked. Man sieht es auch sofort, wenn man das sehen will. Die werden genommen für Tourismus und so weiter und so fort. Und zwar von vielen namhaften deutschen Lehrstuhlinhabern. Also das wird nochmal
spannend. Ja? Und Sie sehen hier, the situation is urgent, so why don't we fight back? Wenn Sie das suchen danach, dann suchen Sie nach David Mowell. Der ist in Kanada und die kanadische Regierung hat jetzt schon ein Untersuchungsprogramm finanziert. Die fangen jetzt schon an, auf höchster Ebene da reinzugehen. Gut. So, zurück zur Herausforderung. Klinische Forschung ist ja immer irgendwie ein Kreisprozess zwischen da, wo Wissen erzeugt wird, an Gesunden, bei Screening zum Beispiel oder ähnlichen Maßnahmen oder an Patienten, runter zu Patienten und Gesunden. Prävention, ganz dickes Schlagwort bei uns. Und die Frage ist, wie macht man es? Was ich Ihnen gezeigt habe vorhin, ist literaturbasiert, das waren die Forest Plots. Da weiß man, wie anfällig die sind, schon wegen der 50% Publikationsfehler. Dann gibt es die Möglichkeit, Studien, die man hat, wieder auszupacken. Das nennt sich Individual Patient Data Analysis. Also man nimmt sozusagen die Studien, schreibt die Autoren an und wickelt sie wieder aus und analysiert alles zusammen. Ist viel mächtiger. Da ist zum Beispiel Tamoxifen nach Brustkrebs, so das Erfolgsprojekt überhaupt. Mit Hunderttausenden von Frauen da drin, läuft seit 1985. Deswegen wissen wir auch so viel darüber, wie man nachbehandelt bei Brustkrebs. Und was inzwischen passiert, in den letzten Jahren, aber immer wieder auch mit unglaublichen juristischen Konflikten, ist der Zugang zu Studiendaten bei den Zulassungsbehörden oder zu den Reports. Und da ist das bekannteste Beispiel Tamiflu. Tamiflu gegen Grippe, da ist keine einzige wissenschaftliche Arbeit mehr angefasst worden. Das ist nur über den Kanal gegangen bei dem Cochrane Report. Und deswegen ist er auch so mächtig, weil die Daten einfach an der Seite stimmen. Also es ist nicht mehr die wissenschaftliche Wackeligkeit, sondern das ist nur darüber gelaufen. Und die Frage dabei ist immer, wem kann ich da vertrauen? Und ganz kurzer Blick nochmal, nur um die Gegenmaßnahmen auch mal darzustellen. Diese Publikations-Bias-Problematik, die hat im Prinzip drei Ebenen. Das einmal, dass die Studien ganz verschwinden, dann ist, dass die Studien sozusagen einen Spin kriegen in der Berichterstattung, in der Durchführung und last not least, dass richtig gelogen wird. Und deswegen gibt es, das ist von der Anmoderation schon erwähnt worden, diese sogenannte Studienregistrierung. Man schafft frei zugänglich, öffentlich zugänglich, eine Geburtsurkunde für die Studie, damit sie nicht verschwinden kann. Und das läuft mit der WHO. Dann gibt es in den USA seit 2007 ein Gesetz, das publiziert werden muss. Und last not least, und daher kommt auch der Druck jetzt auf die Behörden, die Daten freizugeben, einfach um diese ganze Misere, die ich Ihnen da kurz dargestellt habe, zu zeigen. Und das finden Sie auch sofort, wenn Sie draufgehen, bei der WHO, das WHO-Netzwerk, und da sehen Sie, das ist das deutsche DRKS, ein Teil davon, als Primärregister. Und wenn Sie auf diese ICT-RP-Webadresse gehen von der WHO, finden Sie es auch sofort. Das ist also ein weltweit umspannender Versuch, das in den Griff zu kriegen. So, ich muss ein bisschen beschleunigen. Das Wissen aus einfacheren Quellen ist natürlich verlockend, wenn man sieht, wie groß der Aufwand ist. Also zum Beispiel die Kosten pro Patient in der klinischen Studie, die dann zwischen 1.000 bis 2.000 Euro liegen, sind natürlich verlockend zu sagen, wir brauchen das alles nicht. Wir gucken einfach nur hin, was passiert und holen unser Wissen daraus. Und deswegen das Schlagwort, wir nehmen einfach die Routinedaten, Real-World-Data und das reicht. Ich zeige Ihnen mal jetzt nur im Zeitraffer ganz kurz, auch wieder die deutsche Fehlentwicklung, Versorgungsforschung, das ist das Lehrbuch Methoden der Versorgungsforschung in der ersten Ausgabe. Und da sehen Sie hier, dass eigentlich die Versorgungsforschung durch den Gegenstand gekennzeichnet ist und nicht durch spezielle Methoden. Aber dann sehen Sie, und deswegen habe ich die Einleitung auch vorhin gewählt, hier ganz schnell, dass das Ganze auf eine Auseinandersetzung zwischen randomisierten Studien und Beobachtungsstudien hinausläuft. Da sehen Sie es an den Formulierungen. Und dann wird hier gleich dahinter argumentiert, und das ist alles ganz zu Anfang. Dabei wird übersehen, dass RCTs auch in ihrem klassischen Anwendungsgebiet der pharmakotherapeutischen Forschung hauptsächlich nur in Phase 3 zur Anwendung kommen, dass sie selbst bei Tierversuchen nicht gemacht werden und so weiter und so fort.
das ist einfach falsch. Es ist schlichtweg richtig falsch. Und wenn man das hier nochmal nachlegt, Monitorversorgungsforschung, auch hier zugespitzt, welche Evidenzklasse ist denn wann die richtige? Und dann wird hier dann gleich gesagt, auf der einen Seite haben wir die Hardcore-Wissenschaftler und da haben sie eine Polarisierung in der Auseinandersetzung, die extrem schädlich ist. Wenn man zu dem Zeitpunkt schon zu der besten nordamerikanischen Institution gegangen wäre, der Agency for Health Research and Quality, sieht man Methodenpaper, 30 Seiten mit dem Flussdiagramm, wie ich verzweige zwischen Observational Studies und hier RCTs, alles sauber aufgeschrieben, alles nicht perfekt, aber ist da. Und das ist ein Riesenproblem in Deutschland, dass wir uns einfach immer wieder abkoppeln von der internationalen Entwicklung, die 5 Jahre weiter ist, und dann diese Standards nicht erreichen. Und da sieht man nochmal, wie tief das eingedrungen ist. Das sind alles jetzt große Zeitschriften. Da sehen Sie hier, wann brauchen wir die nicht. Und da ist ein Argument, was ich hier nochmal loswerden will. Die Güte des Nachweises eines Effekts ist extrem abhängig von der Effektstärke, was die meisten Leute nicht wissen. Das heißt, wenn ich einen riesen Effekt habe, da gibt es immer das schöne Beispiel, brauche ich einen Fall, oder ist ein Fallschirm hilfreich, wenn ich aus dem Flugzeug springe? Ja, dafür brauche ich keine Studie. Da gilt auch der gesunde Menschenverstand. Aber wenn ich dann irgendwann im realistischen Bereich bin, wo ich kleine Effekte habe, dann muss ich alles das bedenken. Das gibt es alles, aber in Deutschland wird es immer noch weitgehend ignoriert. Da sehen Sie eine ganze Werkzeugkiste. Das ist in Bristol, Risk of Bias Assessment Tools. Da sehen Sie hier Bias in Non-Randomized Studies of Interventions. Das sind die Robbins-Tools. Also wir haben das alles da. Wir kennen auch die Grenzen, aber wir können damit umgehen. Das alles gibt es nicht eingedeutscht, gibt es auch nicht im deutschen Methodenspektrum, sondern man muss es dann wirklich holen. Und deswegen sind wir so, naja, fast fanatisch dabei zu sagen, wir müssen uns direkt andocken an die englischsprachige Methodenwelt, weil das bei uns immer die Jahre hinterherhängt. Gut, so, jetzt komme ich in Endspurt. Ist ja klar, wenn ich schon mal Beobachtungsdaten habe, und da ist übrigens auch völlig klar, gibt auch jeder in Krankenkassen zu, Routinedaten von den Krankenkassen sind keine gute Informationsquelle für medizinische Informationen, weil so viel getrickst wird, gerade auch über den Risikostrukturausgleich, es wird so viel getrickst über Fallpauschalen, die ganzen Ausgleichsmechanismen, dass das, was ich bei den Krankenkassen dann reinkriege, nicht die medizinische Realität widerspiegelt. Zweifelt keiner dran, aber so wie ein Mikrofon in der Nähe ist, gibt das keiner mehr zu. Und deswegen ist natürlich der nächste Schritt zu sagen, okay, jetzt machen wir mal die Datenschleuse auf und haben dann alle Daten und dann wird es noch einfacher. Aber der Irrweg, der damit eingeschritten wird, ist nicht kleiner. Und es beginnt damit, dass wir hier ein völliges Chaos haben, Digitalisierung, personalisierte Medizin, gerade auch in der Onkologie, Translation, künstliche Intelligenz und so weiter und so fort. Insgesamt gibt es dafür keine gute Definition, aber auch die einzelnen Punkte haben keine gute Definition. Ja, es wird irgendwie mal ein Schlagwort hingeworfen. Das Ganze ist Schlagwort und Hype getrieben. Und Big Data nehme ich jetzt mal als Oberbegriff, aber das andere schwimmt immer mit. Und da ist einer der Übeltäter, der es getrieben hat, dieses Buch. Ja, der erste Autor ist ein Deutscher, der hat eine Professur in Oxford. Kennt einer das Buch? Ja? Waren Sie begeistert? Gut, Gott sei Dank. Das ist, finde ich, das erfolgreichste Buch, das, glaube ich, inzwischen in 20 Sprachen übersetzt ist, das erfolgreichste Buch. Und das beste Beispiel, was ich kenne, dass man ein erfolgreiches Buch schreiben kann, ohne zu verstehen, was drin steht. Ja, es ist echt böse. Und die ganze Diskussion, die ich Ihnen jetzt gleich zeigen werde, wird davon getrieben. Und die Definition, die man dann findet, ist immer die 3 Vs. Ja, nichts ist genau. Also es muss groß sein, es muss schnell sein und es muss möglichst verschieden sein. Und dann sieht man, was da versprochen wird, dass auf einen Hieb aus sozialen Netzwerken, also alles das, was hier steht, damit analysiert werden kann. Das Ganze ist dann der 4. Produktionsfaktor, daher kommt diese ganze ökonomische Perspektive. Und wenn man das dann weiterschaut, zum Beispiel hier, aktueller Begriff, dann sehen Sie, dass ein Feuerwerk von Schlagworten ist. Neue Technologien,
die Erfassung, Speicherung und Analyse eines großen und beliebig erweiterbaren Volumens. Also alles wird immer auf Größe getrieben. IT-Branche kommt natürlich dabei vor. Und dann immer auch natürlich die Beeindruckung damit, wie groß ist es wirklich? Also wenn ich alles in iPads tun würde, könnte ich damit Riesenschlangen machen. Aber dieses Argument zum Beispiel ist, ich sage es mal so deutlich, völlig schwachsinnig. Das gilt zu jedem Zeitpunkt. Das galt vor 10 Jahren genauso wie vor 5 Jahren. Das wird auch in 3 Jahren noch so gelten. Und diese Menge kann man vielleicht in ein paar Jahren in den Fingernagel reinkriegen. Also das ist einfach der Zuwachs und der technische Fortschritt. Und dann wird das Ganze sofort überlagert, sehen Sie McKinsey, dass das in USA 222 Milliarden sparen würde, in Europa sogar 250 Milliarden. Wenn Sie es durchlesen, die Texte, merken Sie sofort, wenn Sie ein Auge dafür haben, dass Ergebnisqualität, Neumann, Patient, Verbesserung des klinischen Outcomes schlichtweg nicht mehr vorkommen. Nicht ein bisschen nicht vorkommen, sondern gar nicht. Es wird nur noch so gehypt auf der Ebene, wie ich es gerade zeige. Haben Sie eine Idee, wo der Text herkommt? Da oben steht es. Das war die wissenschaftliche Information für den Deutschen Bundestag. Und das war die einzige Information, die der Deutsche Bundestag bekommen hat, 2013. Danach gab es einmal noch so einen kleinen Nachklapp, aber es ist praktisch nie der ernsthafte Versuch gemacht worden, auf Parlamentsebene das Ganze zu verbessern. Und jetzt sieht man doch schon an der Jahreszahl, und das löst sich gleich ganz schön auf, lächerliche 3 zugrunde liegende Werke. Da sehen Sie hier wieder das berühmte Buch. Weichert, der Datenschutzbeauftragte, ist nochmal dabei. Aber das Ganze ist natürlich ein Niveau. Und dann sehen Sie oben auch, dass an der Stelle gleich propagiert wird, dass das Weltbild, also Paradigmenwechsel, damit sozusagen eingeleitet worden ist. Und das Ganze besser wird, weil ja auch die menschliche Urteilsfähigkeit da irgendwie vielleicht versagt. Und das Ganze ist dann auch nicht richtig witzig. Sehen Sie, die Verfasserin war dann, das ist der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages, von der Abteilung Kultur, Medien und Sport. Das zieht sich wie ein roter Faden da durch. Naturwissenschaftler kommen dabei praktisch nicht vor, bei der ganzen Angelegenheit. Und das ist natürlich ein Drama. Das Ganze ist gegründet, ich nenne das immer den qualitätsfreien Hype, auf diese Grundannahme, und die wird sozusagen fast, Sie haben es ja dann gelesen, religiös verbreitet, dass mit vielen Daten Korrelation zu Kausalität wird. Und das ist ja inzwischen auch in der letzten Zeit immer mehr in den Medien aufgegriffen worden, dass es vielleicht nicht stimmen könnte, aber faktisch wird weiterhin so getan, dass jedes Problem sich lösen lässt, indem ich mehr Daten reingebe. Das ist sozusagen der Treibsatz davon, dass dafür aber auch notwendig ist, damit ich die Probleme lösen kann, dass ich keine Hindernisse habe. Das sind die Versuche, den Datenschutz aufzuweichen. Das Ganze, das werde ich gleich nochmal zeigen, ist eine Aufgabe von Eckpfeilern von Wissenschaftlichkeit. Also schon die erste Aussage, Kausalität und Korrelation sind die gleichen, sind ja eigentlich die Sachen, die wir, ich auch, viele, viele Jahre versucht haben, immer den Erstsemester der Medizinstudenten auszutreiben. Das wird jetzt gerade alles sozusagen eingesammelt und eingestampft. Können Sie vergessen, was Sie da gelernt haben. Ja, und wenn man hinschaut, ich habe es vorhin schon gesagt, Ergebnis, klinisches Ergebnis, kommt praktisch nicht mehr vor. Das Ganze endet in Technik. Nochmal zurück zur Definition, die deutsche Kohorte zum Beispiel, die große, nationale, ist in dem Sinne nicht Big Data. Das ist ein schönes Rechteck, ist riesig, da haben Sie 100.000 Patienten drin, aber das ist nicht strukturell etwas, was chaotisch ist, im Gegenteil. So, und dass das Ganze jetzt funktionieren kann, und das ist halt das Drama dabei, und da knicken immer mehr ein, ist tatsächlich, dass die Nutzungsrechte der Daten vom Besitzer zum Nutzer gehen, mit dem Versprechen, der wird sich verantwortlich verhalten. Und dass er das nicht tut, haben wir nun ja gerade so Facebook ausführlich gesehen. Und was auch im Gegensatz zur klassischen Wissenschaft gemacht wird, ist, die Analysen können nicht reproduziert werden. Und Sie wissen wahrscheinlich alle, dass in der Medizin seit Jahren über mangelnde Reproduzierbarkeit geklagt wird, die man auch direkt als Reproduzierbarkeitskrise formuliert. Übrigens auch ganz stark beklagt von der Industrie. Also da war die treibende Kraft, um das öffentlich zu machen,
die Firma Bayer, die deutsche Firma. Und das Ganze läuft jetzt mehr oder weniger, entweder wie man es will, parallel oder die einen lösen die anderen ab. Und die Arbeit, die das als allererstes angestoßen hat, ist die in Wired. Wired ist auch immer sehr lesenswert. Das Ende der Theorie, die Datensündflut macht die wissenschaftliche Methode überflüssig. Das ist wunderbar auseinandergenommen worden in dieser Arbeit, ist auch frei, ist alles frei im Netz zugänglich. In der Neuen Züricher Zeitung, Wissenschaft im Größenwahn. Und nur, damit Sie sehen, wo es steht. Ich habe es einmal im Oktober 2015 sehr lang aufgeschrieben, da steht alles drin, Oktober, im Laborjournal, frei zugänglich, dann mit zwei Seiten im Deutschen Ärzteblatt und die Kausalität, die ist nicht frei zugänglich. Wenn Sie es haben wollen, müssen Sie mir eine E-Mail schreiben, kriegen Sie das PDF in der sogenannten CEFCU, in der Zeitschrift. Und parallel dazu, auf der Medienseite, die erste Quelle muss ich nicht beschreiben, das Druckbild ist eindeutig, sehen Sie natürlich diese Überschießer in der Bild-Zeitung, aber, das war jetzt im letzten Herbst, Computer gegen Krebs, ein unsäglicher Artikel auch im Spiegel. Und der war, habe ich dann nachträglich rausgekriegt, auch intern ein Konflikt, der kam aus der Wirtschaftsabteilung. Und da wurden auch alle Mantras nachgebetet. Und wenn Sie dann mal gucken, was ich drunter geschrieben habe, sehen Sie, Amazon ganz stark treibend, also Amazon ist im Moment dabei, die Versorgung der amerikanischen Krankenhäuser zu übernehmen, mit Ausstattung zum Beispiel, weil sie einfach logistisch so gut sind. Und dann sehen Sie weiter unten, und das ist natürlich noch bedenklicher von Microsoft, das Gesundheitssystem zu transformieren. Und das ohne staatliche Einflussnahme, finde ich zumindest bedenklich. Und jetzt kommt das Wichtigste überhaupt von dieser ganzen Entwicklung. Das Ganze fußt ja darauf, dass uns weisgemacht wird, dass mehr Daten mehr Informationen beinhalten. Und das ist leider nicht so. Und da gibt es eine Arbeit von zwei Chinesen in Harvard. Sehen Sie hier die beiden Zhao und Meng. Und die ist 30 Seiten, völlig unleserlich. Aber ich habe ein paar Sachen daraus zusammengestellt. Sie sehen den Titel. Ich habe mehr Daten. Mein Modell ist feiner. Aber die Schätzer, also das, was ich rauskriege, werden schlechter. Bin ich denn blöd? Gut. Und das vorne ist noch lesbar. Und dann hier ist der erste Satz vom zweiten Abschnitt. Sind zusätzliche, richtige Daten immer hilfreich? Und da ist die Antwort ganz klar nein. Ich zeige Ihnen gleich noch eine Arbeit dazu. Und das ist ganz schwer zu begreifen, weil es kontraintuitiv ist. Da sehen Sie hier, das ist von Taleb. Taleb ist derjenige, der den Schwarzen Schwan geschrieben hat, das Buch. Und der hat sich da auch richtig festgebissen. Und da sehen Sie an dieser Grafik zum Beispiel, da gehen Sie hoch auf eine Variablenzahl von 2500, also wirklich im Sinne von, ich kann alles analysieren. Und dann sehen Sie, und das zeige ich Ihnen gleich nochmal, was es ist, dass die Korrelationen dort schneller hochgehen, als die richtigen Signale, also die Variablen dazu kommen. Und das ist hier, und finden Sie auch alles sofort unter dem Titel Big Data gleich Big Error angegeben, dass nämlich ich immer mehr Artefakte kriege, sodass die Forscher dann anfangen können, hier im Deutschen Rosinen zu picken. Und zwar das Ganze auf einem industriellen Level. Das heißt, die falsche Information wächst schneller als die richtige und dann findet man hier dann irgendwann das, was man als Fake Statistical Relationships bezeichnet. Und das ist das, was man als Schlagwort, als Spurious Correlation bezeichnet. Also es ist eine Korrelation, die zahlenmäßig da ist, ich zeige gleich mal die Beispiele, aber die nicht inhaltlich kausal zusammenhängt. Das ist nochmal die Grafik von eben. So, und jetzt sehen Sie mal ein paar Beispiele. Hier, US-Ausgaben in Wissenschaft, Raumfahrt und Technologie, Selbstmorde durch Hängen, Strangulierung oder Ersticken. Das hier ist noch schöner. Käseverbrauch pro Person, eine Variable, und die andere ist die Personenzahl, die sich im eigenen Bettlaken sozusagen auch stranguliert hat. So,
als Korrelation mathematisch richtig, aber wenn Sie jetzt anfangen, Ihren Käseverbrauch einzuschränken, damit Sie nicht im Bettlaken sterben, dann ist das genauso ein Fehler, der falsch ist, aber den man x-mal sieht. Und gerade auch in den Medien immer wieder aus aller Welt irgendwie eine überflüssige Studie, wo irgendwelche Forscher was untersucht haben und das Ganze dann auf die Art und Weise rausposaunen. Und das wächst überproportional, zeige ich Ihnen gleich auch nochmal. Und der Nachweis dafür, warum das alles funktionieren soll, zum Beispiel in dem Buch, die Beispiele sind alle aus dem Buch, die sind alle anekdotisch. Es gibt nirgendwo eine flächendeckende Betrachtung, dass das Ganze erfolgreich ist. Und da ist immer noch, auch heute noch, die Vorhersage von, das begann in der Schweinegrippenzeit 2009 durch Google, dass sie besser vorhersagen können als diese Surveillance-Systeme, die ja Robert-Koch-Institut gemacht hat. Dann sehen Sie die Krebserkrankung von Steve Jobs, ausführlich besprochen, steht wörtlich in dem Buch drin, dass er damit sein Leben wesentlich verlängert hat, was, kann man nicht genau sagen, höchstwahrscheinlich eindeutig falsch ist. Dazu gibt es genau die Gegenstellung, weil seine Autobiografie hervorragend ist. Und er hat praktisch sich selbst, würde ich sagen, umgebracht, aber er hatte eine Form vom Pankreaskarzinom, die war zumindest stark rausschiebbar, also nicht die schärfste Form. Und er hat versucht, das mit Ernährung in den Griff zu kriegen und hat sich gensequenzieren lassen und das ist da in dem Buch auch hochgepusht und es stimmt nicht. Gut, es gibt Beispiele aus der Medizin, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, aber die treibende Kraft immer wieder GAFAM, hier die 5, und über allem, ich weiß nicht, ob Sie das Buch The Circle kennen, The Circle von Eggers. Eggers hat ein Buch geschrieben, wie einmal ein ganzes Energiesystem gehijackt wurde und The Circle ist ein Buch, da muss man nicht lange oder große Fantasie haben, um zu sehen, dass das Innenleben von Google sein könnte. Ja, also auch ganz, und das, da kriegt man den totalitären Charakter mal mit, davon, was da gerade passiert. Und methodisch, ohne auf Einzelheiten einzugehen, gehen wir wieder zurück. Das hier war in den 80er Jahren, kennen Sie vielleicht N-of-1-Trials, N-of-1-Trials, N-of-1-Trials. Das sind Studien für Chroniker, wo sie dann gucken und immer wieder einstellen, wie optimieren sie eine Therapie pro Person. Aber die Daten jetzt einsammeln zu wollen in eine große Datenbank, um daraus was rauszukriegen, ist methodisch gegenwärtig völlig ungeklärt, wie das gehen könnte. Und wer immer als Garant bezeichnet wird dafür, dass das Ganze wirkt, ist Dr. Watson. Und die Geschichte haben Sie vielleicht auch gehört. Ja, Dr. Watson ist leider komplett gescheitert. Diese Arbeit hier ist extrem lesenswert, sehr lang. Ja, IBM hat Watson als Supercomputer, als die Revolution in der Krebsheilung angepriesen, aufgebaut. Sie sind nirgendwo nah dran. Da kam dann raus, letzten Herbst, dass Watson letztlich ein großes Betrugsmanöver war. Also die ganzen Daten, die dort drin sind, die sind tatsächlich manuell eingehackt worden. Also alles das automatische Deep Learning hat da nie stattgefunden. Ja. Und die Quittung haben sie bekommen, MD Anderson ist das größte Krebszentrum der Welt vermutlich, in Houston, in Texas. Und die haben ihn gekündigt, nachdem sie 62 Millionen Dollar investiert hatten. Da sehen Sie unten nochmal diese ganzen Sprüche. IBM hat eine Geschichte ersponnen, die irgendwie plausibel aussehen konnte. Und das ist auch aus der Arbeit raus, sehen Sie hier, das Marketing von IBM, Public Relation, ist irgendwo Amok gelaufen, zu jedermanns Schaden. Aus der Arbeit raus, und wenn es nicht irgendwo nahe der Wahrheit wäre, hätte IBM das sicherlich weggeklagt, aber es ist nichts passiert, es steht da so. Alles letzte Herbst. Im Englischen ist das auch inzwischen ein völlig gängiger Begriff, dieses mehr produzieren von falschen Informationen als richtig, ist ein Bullshit-Generator. Also Bullshit ist so das Schlagwort überhaupt. Und was da tatsächlich dahinter steckt, und das kann man gar nicht ernst genug nehmen, das ist tatsächlich, dass ich, wenn ich das jetzt im großen Umfang mache, naja, die ganze Pipe verstopfe mit falschen Informationen. Und deswegen habe ich es nochmal so drastisch aufgeschrieben. Und es wird natürlich auch noch weiter das Ansehen von Wissenschaft beschädigen.
weil die ganzen Vorwürfe natürlich auch, die alle schon im Raum dastehen, hier nochmal wieder überhöht werden. Und das Ganze kriegt man nur in den Griff durch mehr Wissenschaft und nicht durch die Abschaffung oder die Abschaltung von Wissenschaft, wie sie in der Arbeit von 2007 gefordert worden ist. Sehr lesenswert dazu in einem wunderbaren, frei zugänglichen Artikel in der Zeit. Und das ist der Ioannidis, den ich vorhin schon erwähnt hatte, mit der anderen Arbeit zu den überflüssigen zusammenfassenden Arbeiten. War auch im letzten Jahr, nur als Quellenhinweis, Sie hatten ja hier schon mal die letzte Vorlesung zur Ethik. Das Ganze auch jetzt von Forbes. Das Ganze führt auch dazu, zum Beispiel das Ethiksystem von Studien zu unterlaufen, zu unterminieren, weil die Daten ja da sind. Und wir erleben jetzt die nächste Forschergeneration, also in Harvard ganz stark, die kein Bewusstsein mehr dafür hat, dass ethische Grundlagen und auch eine ethische Überprüfung bei Studien und bei diesen ganzen Arbeiten einen Sinn haben. Das Gefühl dafür scheint weg zu sein. Ja, auch das ist eine sehr lange, sehr lesenswerte Arbeit mit ganz vielen Fallbeispielen. Das habe ich nochmal gesagt, um zu zeigen, dass es gibt, die Science of Causation. Das Buch ist wahrscheinlich ein Ladenhüter jetzt. Und auf der anderen Seite finden wir sowas, das Ende des Zufalls. Und das ist wieder ein Buch, ich habe ein bisschen reingeguckt, aber es ist jenseits der Schmerzgrenze, das zu lesen. Ja, weil es wirklich Hanebüchen ist. Ja, und der Spruch ist immer ganz schön, Prognosen sind schwierig, vor allen Dingen, wenn sie die Zukunft betreffen. Also das Ganze hat technisch, ist es eine völlige Utopie, hat nichts mit der Realität zu tun, aber es hat auch natürlich, und da komme ich zum Schluss nochmal ganz kurz drauf zurück, wenn das so gehen würde, hätte es einen so dermaßen tiefen Eingriff in unser Menschenbild, dass wir Alarmstufe Rot schalten sollten, um das zu diskutieren, was da passiert. Ja, also gerade diese Transhumanismusentwicklung, die schwimmt da so mit von Leuten, die es nicht verstehen. Und das wird getrieben und mitgetragen. Baas ist der Vorsitzende, der Vorstandsvorsitzende von der Technikerkasse, der jetzt genau auf dieser Welle mitschwimmt. Wir müssen als Kassen die Daten ganz schnell haben, damit Google sie nicht kriegt. Aber auch die ganze Argumentation hat keine einzige positive, konstruktive Dimension, sondern ist ein Teil dieses gegenwärtigen Wettrennens um die Daten. Und ich habe ganz unten geschrieben, 15. Dezember 2017, Deutscher Ethikrat, mit den Österreichern und Schweizern zusammen. Und auch der hat sich da vorspannen lassen. Das kann man wahrscheinlich nicht gut lesen. Doch, kann man besser lesen da oben. Ja, das war eine 200 Seiten Stellungnahme dazu. Und da finden Sie jetzt alles wieder, was so an allgemeinen Plätzen irgendwo rumschwirrt, was ich Ihnen eben gezeigt habe, in Auszügen. Die Menge der Daten, damit steigt die Aussagekraft der Analyse für einzelne untersuchte Faktoren und Möglichkeit, zusätzliche schwach wirkende Faktoren und so weiter und so fort zu finden. Das ist falsch. Und wenn das der Deutsche Ethikrat schreibt, ist natürlich erstaunlich, wieso er das macht. Und dann wird das Ganze nur zugespitzt. Also eigentlich ist da ein unglaublicher Nutzen und Fortschritt drin. Wir müssen deswegen jetzt den Datenschutz so liberalisieren, dass dem Nutzen nichts im Wege steht, aber das, was oben steht, ist falsch. Und das hatte ich in dem FAZ-Artikel, ich habe einen langen FAZ-Artikel dazu geschrieben, am 2. Januar geschrieben und habe dann den Deutschen Ethikrat neben GAFAM gestellt. Und da waren sie ein bisschen beleidigt und sind sie auch heute noch, aber sie haben mir das nie widerlegt. Ja, und gucken Sie mal rein das sind 50 Seiten, wo nur mal Big Data charakterisiert wird. Und das Ganze hat nur das Problem, wie schützen wir den Datenschutz? Aber dass die Generierung ein Problem ist, das kommt in der ganzen Arbeit praktisch nicht vor. Und die Risikobereitschaft, glaube ich, wäre jeder sofort dafür, wenn der Nutzen gigantisch wäre, da anders drüber nachzudenken. Aber die Diskussion gegenwärtig ist völlig verfälscht. So, und das ist jetzt noch eine Arbeit, die ist aus dem letzten Jahr gekommen, die ist mir erstaunlicherweise von einem Journalisten zugespielt worden. Ist einmal eine in Auckland und der andere ist in Harvard, mit einem genialen Editorial, eine Abstract. Und da sehen Sie,
da ist alles drin, was ich erzählt habe. Das hier, die Philosophie gegen die wissenschaftliche Methode, bezieht sich auf die 2007er Arbeit, die ich vorhin genannt habe. Auch die Arbeit des freien Internet. Hier sehen Sie nochmal das Ende der Wissenschaft. Und deswegen passt das auch bei Ihnen in die Reihe so gut rein, was den Paradigmenwechsel angeht. Und in der Arbeit, we show that this philosophy is wrong. Und dann sehen Sie den markanten Satz hier. Das ist ganz egal, was Sie machen können, wenn Sie diesen Weg gehen mit den vielen Daten, dass Sie dann Artefakte produzieren, zwangsläufig, nennen Sie hier arbitrary correlations, die nicht mit den Daten zusammenhängen, sondern nur mit der Größe der Daten. Und hier nochmal, too much information tends to behave like very little information. Also Sie sind genau in dieser Falle drin und die Arbeit ist besser lesbar als die andere, aber das Abstract ist richtig gut. Das ist jetzt das zweite Mal eine ganz andere Schule, auch eine ganz andere Argumentationsschule. Und das wird auch bei uns, bis hin zur Leopoldina, also in den ganzen Wissenschaftsorganisationen, wird das nicht aufgegriffen, was ich bis heute nicht verstehe. Ja, und deswegen habe ich nochmal drunter geschrieben, ich habe immer kein gutes deutsches Wort dafür, aber so blanker Unsinn oder grober Unfug würde es ungefähr treffen, aber in England, im Englischen hat man hier eine bessere, eine bissigere Formulierung. Aber das ist ein Grundelement der Entstehung und nicht das Problem, nur zum Schluss die Daten zu schützen. Und warum ist das so? Und das ist jetzt Marketingstrategie. Technikfolgenabschätzung hat nicht nur, was wir hier sehen, Nutzen, sondern das. Und das gibt es da auch nicht. Suchen Sie mal das Wort Risiko in dem Zusammenhang, finden Sie nicht. Kosten schon gar nicht. Sie haben nur vorhin gesehen, dass wir 550 oder 250 Milliarden Dollar sparen. Und wenn man das jetzt nochmal zusammenstellt, gegenübersetzt, dann sieht man hier, ich habe nur nochmal sozusagen Good Scientific Practice die Sachen hier aufgenommen, prospektiv, definierte Fragestellung, rigide Methodik, da sind nochmal Risk of Bias. Und hier haben wir einen inkrementellen Fortschritt. Also die Medizin macht Riesenfortschritte durch immer schnellere, kürzere Schritte. Wir haben praktisch keine großen Quantensprünge mehr. Ja, Antibiotika war irgendwann, und seitdem geht es schneller und gut. Jetzt sehen Sie hier die neue Welt. Ich habe ein paar Sachen rot betont. Suchen Sie mal den Qualitätsbegriff. Man findet ihn einfach nicht. Aussagen unter Unsicherheit, das ist ja das Kernelement von der evidenzbasierten Medizin. Oder hier, wo bin ich eigentlich damit, was ich klinisch erreiche? Taucht praktisch nicht auf. Und dann ist man bei Trump, und das, ich will nicht sagen, dass das jetzt eine populistische Wissenschaft ist, aber die Begrifflichkeit und der ganze Apparat, es lohnt sich mal darüber nachzudenken, was da Henne und Ei ist und was da zusammenkommt. Aber es ist irgendwo, auch in der Begrifflichkeit, ziemlich nah beieinander. Und wenn man das nochmal wieder jetzt zusammenbringt, einer der besten Studiendurchführenden überhaupt, der ist in Brüssel, sehen Sie hier, Precision Medicine hatte ich ganz zu Anfang als ein Teil dieses Begriffsapparats genannt. Da sind Sie jetzt auf der Omics-Seite, dass auch sozusagen die Präzisionsmedizin randomisierte klinische Studien braucht. Auch wieder Nature Reviews, also richtig gut gemacht. Dass wir über die Datenqualität reden müssen, kommt da drin vor. Sodass als Fazit ich sozusagen jetzt diese Waage habe. Ich sage nicht, dass alles das, was da jetzt technisch begonnen wird, nichts bringt. Das wäre völliger Unfug. Aber es wird aus meiner Sicht in dem bekannten Schema mit Irrwegen, mit möglichst wenig Irrwegen weitergehen. Und was ich nochmal loswerden wollte, ist einfach, dass diese Art hier oben, das zusammenzunehmen, tatsächlich das Beste ist, was man da machen kann, gegenwärtig. Dass wir diese Frontstellung irgendwie auflösen müssen durch eine Synthese. Und dass wir auch hier wieder Daten mit Qualität verbinden müssen. Das ist gegenwärtig völlig verloren gegangen. Mehr Methodik, diesen Qualitätsbegriff habe ich ja nun schon diverse Male publiziert. Und was ich auch nochmal sagen möchte, ganz zum Schluss, ist, dass wir irgendwie ohnmächtig zugucken, als ob das Ganze naturgemäß technisch vorangetrieben wird, aber dass das eigentlich von Teilen der Gesellschaft gemacht wird. Das scheint auch völlig vergangen oder verloren worden zu sein. Und das muss in die Diskussion rein. Und dann haben wir irgendwie eine gesellschaftliche Diskussion, eine technische
Und dann müssen wir gucken, was klinischen Erfolg hat. Und dann sind wir auch auf dem richtigen Weg. Und dann habe ich vorhin gehört, zu meiner großen Freude, dass Herr Einhäupel dieses Buch neulich mal irgendwo empfohlen hat. Und das ist eigentlich die Schlüsselfrage dabei. Wo ist eigentlich der Beweis dafür, dass das, was versprochen wird, irgendwo funktioniert? Und dann bin ich sozusagen rückwärts spulend wieder mitten in der Methodik und damit möchte ich aufhören. Danke für die Aufmerksamkeit.